Hallöchen, Leute! Ich heiße euch willkommen zu dem ersten Part von Pokémon Rumble U, einem kleinen Spin-Off der Pokémon-Reihe, das durchaus nett ist. Für alle, die es nicht kennen, es gab schon mal einen Teil auf der Wii und das ist ein exklusiver Download-Titel. Das ist jetzt der Wii U-Teil, deswegen auch das U im Titel. Pokémon Rumble ist quasi eine Mischung aus Pokémon und Diablo. Also man rennt rum und sammelt Geld und verschiedene Pokémon und das ist eigentlich ganz nett. Ist auch ein relativ kurzes Spiel, aber es macht Spaß. Ich mochte den Wii-Teil davon und jetzt dachte ich mir, wenn ich eine Wii U da habe, kann ich mir eigentlich auch den Wii U-Teil mal holen. Von den Pokémon her geht es übrigens bis Schwarz und Weiß, wie ihr vielleicht hier schon an dem Regiramon oder was das ist sehen könnt. Also, ja, so viel's dazu. Fangen wir einfach mal an. Ich möchte aber bitte neu anfangen. Ja, zum Titelbildschirm. Moment mal. Moment mal. Drücke Start. Spiel starten. Kann ich nicht neu anfangen? Was für ein Schwachsinn. Okay, ja gut, dann. Ich habe keine Ahnung, wie es geht. Ich habe eh nur heute ganz kurz mir was angeschaut. Und zwar, also die erste Mission davon. Die erste Mission habe ich gemacht, also mehr habe ich auch nicht gemacht. Insofern sollte das jetzt auch passen. Machen wir die erste Mission und schauen uns das Ganze mal an. Jetzt am Anfang sind es noch nur so Kampfmissionen, also wo man rumrennt und kämpft. Ich kann schon Pokémon auswählen, weil ich andere gefangen habe. Aber nein, wir bleiben mal bei dem Standardzeug. Und zwar nehme ich natürlich den guten alten Big Boxer, also ja ganz klar. Big Boxer! Ich meine natürlich Floink, Big Boxer Junior. Kampf am Ufer! Besiegt gemeinsam den Boss! Genau, am Anfang ist jetzt noch so, die ersten zwei Missionen sind nur so Boss-Kampf-Zeug. Also wo man nur kämpfen muss, aber später ist man auch in so kleinen Dungeons unterwegs. Und das wird ganz nett alles. Genau, so hau ich zu. Yeah! Und ich denke, ihr könnt das Gameplay schon ungefähr erkennen oder seht, was hier zu tun ist. Warte mal, wo ist meine Angriffstaste? Ach, mit A greife ich an, okay. Ich habe jetzt die ganze Zeit Y gedrückt. Genau, jetzt könnt ihr das Gameplay sehen. Und die Pokébälle, die immer wieder rumliegen, bedeuten, dass dann die Pokémon, die ich hier finde, dass die dann mit mir kämpfen wollen. Und das jetzt zu Ende ist. Und ansonsten kriegen die alle auf die Fresse, weil ich gerade ein bisschen OP bin, weil ich die Mission schon gemacht habe. Ich habe auch legendäres Pokémon bei mir. Ist eigentlich nicht die Absicht gewesen, aber gut. Und die kleinen Sonderbonbon-Teile, die hier immer wieder rumliegen. Oh Gott, ich bin verwirrt. Die sind quasi. Hör auf, verwirrt zu sein! Die sind quasi die Heilung von dem Spiel. Ich will den Pokéball haben, den Pokéball. Oh Gott, der erste Bosskampf. Oh nein. Keldeo. Resolutform. Die Kategorie Fohlen. Okay, und ihr seht, die Bosskämpfe, die sind dann auch schon ein bisschen... Da geht schon heftiger zur Sache. Und keine Angst, insgesamt, wenn man später im Spiel unterwegs ist, ist das alles auch nicht mehr ganz so chaotisch, wie hier jetzt in der Stage 1 wirklich nur kämpft. Ah! Oh Gott. Sollte mich vielleicht ein bisschen zusammenreißen, 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 zusammenreißen. Oh Gott, das war knapp. Das war knapp, ich war fast tot. Und Cash! Yay! Geschafft! Im Miiverse-Posten? Nein, bestimmt nicht. Kampf am Ufer. Yay! Ich bin großartig. Okay, ich habe die Mission alle geschafft. Wunderbar! Dann lass mich mal meinen Cash einsammeln. Ihr könntet übrigens auch ein bisschen Geld für mich einsammeln. Dankeschön. Für nichts! Hey, Keldeo hat voll reingehauen. Egal, ich habe am meisten geschafft. Ich bin super. Ja, so viel zur ersten Mission. Ein Wunderwerk an Spannung. Und übrigens, wisst ihr, was in dem Spiel auch ganz cool ist? Es gibt auch Shiny-Pokémon. Die sind aber auch, wie immer, ziemlich selten. Aber es gibt sie in dem Spiel und das finde ich ziemlich cool. Ich hoffe, wir werden eins finden. Fände ich schön. Ah genau, und in dem Spiel gibt es auch keine Level, so im klassischen Sinne, sondern die Punkte halt immer. Man fängt bei 100 an und dann, ihr seht schon, das nächste, wir sind jetzt im Durchschnitt bei 150 und... Ja, man sammelt immer neue Viecher, die dann immer auf einer höheren Stufe sind, wie ihr hier seht. Und die haben auch verschiedene Angriffe und alles ist super. Ich brauche erstmal irgendwas Stärkeres, weil die alle... Weißt du, kannst Hyper zahlen. Okay. Ich glaube, ich nehme Kuckmada. Nein, ich nehme... Alter, Heimzahlung. Bisbark! Bisbark! Du bist mein Man! Okay. 112, das könnte knapp werden. Ich glaube, mittendrin kann man dann auch seine Pokémon wechseln, während man da kämpft. Aber ich bin mir unsicher. Feuertanz! Bismarck, guck mal da. Shit. Hätte ich meine Freunde auch aussuchen können. Na, ah, das haut doch schon mehr rein mit der Heimzahlung. Pokéball, Pokéball, meins. Wunderbar. Und ihr bösen Punitas. Ich würde sagen, grafisch sieht es für das, was es ist, eigentlich wirklich ganz schick aus. Ah, das sind übrigens alle so kleine, aufziehbare Spielzeug-Pokémon, falls ihr es auch noch nicht gesehen habt. Reicht dann eigentlich so weit vom Spieler das erklärt? Ich hoffe doch. Mir fällt zumindest nichts mehr ein. Und ihr blöden Rabbit-Viecher, ihr sterbt jetzt.
Ja, ich bin so gut. Pokéball, meins. So, du kommst auch mit. Nein, nicht. Oh mein Gott, ein Teddy Ursa. Und ein Bommelhof. Du hast eine Heilung für mich. Her damit. Ich finde es irgendwie gerade ein bisschen uncool, dass ich Bissbart bin. Ich meine, das ist ein echt uncooles Pokémon. Seien wir da mal ehrlich. Gibt's coolere? Was ist Glutexo? Ich will ein Glutexo haben. Glutexo, Glutexo. Yay. Ich glaube, wie es aussieht, wird in dem Teil dann auch immer nur das stärkste Vieh von denen übernommen, die man so findet. Ein Glurak. Und ganz viele Glutexos. Kategorie Flamme. Meine Fresse, bist du shiny. Böses Glutexo. Stirb, stirb, stirb. Meint, ich sollte den Bossgegner prügeln. Oh Gott, weg, weg, weg. Shit. Wenn er seinen Angriff auflädt, dann sollte man ein bisschen aufpassen, weil dann greift er gleich an. Ja, man mag es kaum für möglich halten, aber wenn der Angriff aufgeladen wird, dann folgt er auch bald der Angriff. Oh shit, oh shit, oh shit. Hör auf, Glurak. Hör auf, mir Angst zu machen. Hey, ich bin hinter dir, sollte eigentlich dann soweit ganz gut gehen. Außer machst du einen verkackten Rundum-Angriff. Zu Hilfe! Will dir doch helfen! Ich weiß noch nicht wie! Ah, wie helfe ich euch? Ich muss in eurer Nähe rumstehen. Shit! Nein, das ist doch Heilung! Oh, muss ich jetzt wirklich... Habe ich es jetzt echt verkackt? Das war gut. Das war wirklich eine solide Leistung. Ah, dafür habe ich jetzt starke Pokémon. Und ja, das Schwächesystem funktioniert hier auch. Also Wasserangriffe sind gegen Feuer sehr effektiv und so ein Zeug. Aber shit, das hätte jetzt nicht passieren dürfen. Das ist blöd gelaufen. Ich bin auch selber schuld, die sind alle 150 und ich habe 112er genommen. Das ist einfach zu schwach. So, wen haben wir denn hier? Wen will ich mitnehmen? Lass mich kurz schauen. Ich nehme natürlich Turtok. Was für ein... Warum habe ich nicht gleich Turtok genommen? Damit sollte ich eigentlich alle kaputt kriegen. Oh Gott, meine Verbündeten sind jetzt wieder irgendwelche Random-Viecher, oder? Irgendwelche viel zu schwachen Random-Viecher. Zweimal Caldeo und einmal Tyrakrok. Oh, jetzt wird richtig aufgeräumt, meine Freunde. Jetzt gibt's kein Erbarmen mehr. Wow! Turtok. Ja, so habe ich mir das vorgestellt. Wunderbar. Richtig viel Schaden. Okay. Ich glaube, so sieht das schon sehr viel besser aus für mich. Und Lura kriegt auch richtig auf die Fresse gleich. Ach, jetzt kommt ihr Normalviecher. Ich bitte euch. Was wollt ihr denn machen? Ist ja gerade echt eine 20er-Serie. Das ist beeindruckend. Was machen eigentlich die Caldeos da? Greifen die auch mal an oder chillen die hier nur? Warum nehme ich überhaupt eine Pokébälle hier mit? Will ich das überhaupt? Ah, ich weiß es nicht. Ja, ich denke mal schon. Kann ja nicht schaden. Oh, kleine Glutexus. Was wollt ihr gegen Turtok machen? Nichts. Ja, Trottel. Achtung. Oh, shit. Oh, shit. Das ist Glura. Oh, shit. Boom. Die Kategorie Flamme. Na gut, mein Freund. Du bekommst auf die Fresse. Alter. Der hat ja jetzt schon verloren, schaut euch das mal an. Dieser Schaden. So kann ich arbeiten. Und ihr blöden Caldeos, würdet ihr bitte auch mal angreifen? Ich habe das Gefühl, sie könnten wirklich ein bisschen mehr Schaden ausrichten. Hör auf, verwirrt zu sein. Effektiv. Das will ich doch hoffen. Nicht sehr effektiv, sondern einfach nur effektiv. Und down! Blödes Glurak. Okay, ich würde mal sagen, dieses Mal ist das aber ganz gut gelaufen. Im Vergleich zum letzten Mal, wo es nicht so gut gelaufen ist. Weil ich verloren habe. Feuertanz, maximal Serie 57. Alter. Wende eine sehr effektive Attacke an. Bonus! Bonuspunkte! Okay. So, aber dafür sollte ich jetzt ein geschmeidiges Glurak geschenkt bekommen haben. Und dann könnt ihr euch ja denken, mit wem ich dann in der nächsten Stage kämpfen werde. Mit Glurak natürlich. Verdammtes Tyrakrok. Warum hast du so viel Scheiße da gesammelt? Ich wollte den letzten Schlag landen. Und... Oh, ein Tornupto. Das ist auch nett. Nicht das, was ich haben wollte, aber es ist nett. Glaube ich. 4, 3, 2, 1. Yeah! Turtok ist der Man. Geschafft. Yay! Wollen wir gleich noch eine richtige Stage anfangen? Na, das machen wir jetzt. Dschungelbereich. Komm, da fangen wir an. Der Sepiroyal-Dschungel 200. Da fühle ich mich schon fast dazu verleitet, meinen Tornupto zu verwenden. Nur 146.
Du kannst Flammensturm und Delegator. Euch kann ich jetzt auch noch alle auswählen. Okay, da möchte ich einen Lutexo haben. Das erleichtert einiges, weil ich das auch aussuchen kann, was die für Viecher haben. Klar, mit Kugelsaat, Chillerbell nehmen wir auch mit. Und was haben wir noch? Die Keldeos waren doch stark, oder? Ich glaube, die sind aber hier nach... Nee, ihr seid zu schwach. Nö. Nehmen wir dich noch mit ihr Schlag. Wunderbar. Damit bin ich bereit. Okay. Auf in den Dschungelbereich, meine Freunde. Der Sepi-Royal-Dschungel. Ich mag den Artstyle gerade wirklich. Finde ich ganz schön. Das heißt Artstyle, den Grafikstil hier. Ich kann es hier angreifen. Cool. Machen wir Bäume kaputt. Dafür sind wir hier. Und da sind auch schon die kleinen Sepi-Royal-Mini-Viecher. Keine Ahnung, wie die heißen. Okay, und ich habe gerade herausgefunden, dass mir der Angriff von Tornokto extrem missfällt. Vielleicht nicht mein Pokémon auch tauschen irgendwie? Das wird nicht gut gehen. Das ist auch das Problem. Manchmal hat man einfach ein Pokémon, das einen richtig miesen Angriff hat. Und dann hat man verkackt. So wie ich jetzt in dem Fall. Ich meine, schaut euch das an. Da muss ewig aufladen, der Angriff von Tornokto. Das ist ein bisschen uncool. Aber euch? Na, keine Scheiße, bekomme ich damit locker kaputt. Und ein Divie. Na klar. Ich komme auch irgendwie nicht richtig zum Angriff. Ich habe das Gefühl, das machen die schon alle für mich. Nee. Tornokto haut schon rein, wenn der Angriff mal trifft. Achtung. Was zum... Das ist jetzt schon der Boss? Moment, was ist mit meinen geliebten Dungeons passiert? Nee, Moment, glaub ich wirklich erst spät dazu. Ist dann der explizit der Abenteuermodus, den wir machen wollen oder auf den ich heiß bin. Ich habe nämlich da kurz mal geschaut, wie lang das Spiel ungefähr ist. Und da habe ich so in der Playlist nämlich irgendwas gesehen von irgendjemandem, das Part 3 dann irgendwie hieß, was mit Abenteuermodus. Und im Abenteuermodus ist man so, wie ich das erhofft hätte, in den Dungeons unterwegs. Und hier leider noch nicht so ganz... Oh Gott, hör auf, verwirrt zu sein. Bring die Scheißviecher um. Das will ich haben. KP-Heilung. Komm schon. Den bringen wir um, Tornokto. Dieses Mal sind wir die Mörder. Hör auf dich zu heilen, du kleiner Scheißviech. Oh shit. Nicht auf die Fresse kriegen, Tornokto. Ah, da hoch. Schon? Nee, du hast es in der Hand. Her damit. Nein! Oh, komm schon. Okay, das war jetzt alles ein bisschen verplant. Ich merke schon, Part 2 will dann wieder keiner mehr sehen, weil ich hier übelst verkacke gerade. Aber es ist der blöde Kampfmodus. Der ist so hektisch und ich konnte doch nicht wissen, was die für Angriffe drauf haben. Was war das Viech da ganz rechts gerade? Moment, nee. Ach, hier sind dann nochmal zwei so Aufgaben. Meine Fresse. Das geht aber schnell hoch mit den Leveln. Okay, ich brauche ein gutes Team. Wie wär's mit, ich will ein Emolga sein. Emolga! Dann als Freunde möchte ich natürlich einen Glutexo haben. Sind ja Pflanzenviecher. Ist Tornokto eigentlich auch, wenn ich mal ganz ehrlich bin. Und ein... Keine Ahnung. Alter, Gigasauger. Okay, und ein Elfhuhn. Dann bin ich jetzt bereit. Naja, ist aber hier auch nicht so schlimm, dass ich verliere, weil ich meine... Sind jetzt nicht so stark, die Gegner. Okay, fangen wir an. Start! Ah, sehr schön. Das ist doch ein Angriff, mit dem ich umgehen kann. Kann ich auch gleich wieder... Ja, sehr schön. Damit kann ich wieder das weghauen. Das gerade eben schiebe ich nur auf den miesen Angriff, den ich hatte. Das zählt nicht, okay? Der Versuch von gerade eben. Das zählt nicht. Nope, sehe ich gar nicht ein. Auch wenn ich es ein bisschen schwachsinnig finde, dass der Abenteuermodus noch nicht frei ist. Ich meine, das ist das, was die Leute spielen wollen. Wir wollen das blöde Gekämpfe nur, das ist ja viel zu hektisch. 40er Serie, oh yeah. 50er Serie, wir machen immer weiter, okay? Kleines Emolga. Moment mal, Emolga hatte ich da nicht auf... Moment, wie hieß denn das nochmal? Ich hätte doch ein Pokémon Schwarz auch ein Emolga. Wie hieß das? Ich hab den Namen vergessen. Wie hieß das Emolga? Ich hab keine Ahnung, da ist ein Sepi-Royal. Kategorie Hoheit, okay, eure Hoheit. Alter, schaut euch das jetzt mal zum Vergleich an. Schaut mal, wie das Viech jetzt Damage kassiert. Das ist doch... Nee, das ist doch dumm.
Geschafft! Oh yeah! Nein, ich möchte immer noch nichts im Miiverse posten. Denn das Miiverse ist total für den Arsch. Ah, okay. A- und B-Attacken. Ich habe keinen B-Angriff. Soll ich den anwenden? Na gut, das wäre dann aber soweit geschafft und ich bin wenigstens auf Platz 1. Ja, bin ich. Wunderbar. Und Elfun, du hast gar nichts geleistet. Das ist ein bisschen enttäuschend. Ich habe ein Sepiroyal. Gutes Pokémon. Hoffe ich. Yay, geschafft. Dann kommt als nächstes gefährliche Raketen. Und danach kommen die Drachen. Aber das, meine lieben Freunde, sehen wir dann im nächsten Part. Ich hoffe, ihr könnt mit diesem Spin-Off was anfangen. Das hoffe ich wirklich. Sonst läuft das und keiner schaut's an und... Enttäuscht mich jetzt nicht. Okay. Gut, dann wäre es ja soweit geklärt. Und dann geht's im nächsten Part weiter mit gefährlichen Raketen. Bis dann und ciao.